herzlich willkommen zu unserem Sternstunden-Gottesdienst, den wir am vergangenen Sonntag in Form einer Thomasmesse gefeiert haben, mit Stationen, um dem Thema auf unterschiedliche Weise nahe zu kommen. Das können wir im Online-Gottesdienst nicht machen, aber das Thema Zeit in verschiedenen Texten und Gebeten zu entwickeln, das können wir weitergeben in diesem Online-Gottesdienst und dazu laden wir herzlich ein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der Zeit und Ewigkeit gemacht hat, im Namen des Sohnes, der unsere menschliche Zeit geteilt hat und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit der Ewigkeit verbindet. Amen. Wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt dabei, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Steinzeit. Lebenszeit. Zeitdruck. Fernsehzeit. Kupferzeit. Sternenszeit. Zeitspanne. Computerzeit. Sommerzeit. Trainingszeit. Zeitreise. Musikzeit. Winterzeit. Freundezeit. Zeitraum. Beste Zeit. Alte Zeit. Kindergartenzeit. Zeitdauer. Pausenzeit. Früchtezeit. Schulzeit. Gute Zeiten. Halbzeit. Hochzeit. Kombizeit. Schlechte Zeiten. Uhrzeit. Mittagszeit. Neuzeit. Zeitung. Osterzeit. Schlafenzeit. Meine Zeit. Traumzeit. Mittagszeit. Arbeitszeit. Deine Zeit. Fastenzeit. Gotteszeit. Zeit. Keine Zeit. Echtzeit. Menschenzeit. Zeit. Zeit. Wenig Zeit. Auszeit. Zeit. Zeit. Wenig Zeit. 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 Verse aus Prediger 3. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine werfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunehmen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Thank you.
Meister Hora stellt dem kleinen Mädchen Momo in Michael Endes gleichnamigem Roman von 1973 das folgende Rätsel, dem das gesamte Buch gewidmet ist, das Rätsel der Zeit. Drei Brüder wohnen in einem Haus, sie sehen wahrhaftig verschieden aus. Doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. Nur der dritte ist da, der kleinste der drei, denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil sich der erste in den zweiten verwandelt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Nun sage mir, sind das die drei vielleicht einer? Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar keiner? Und kannst du mein Kind ihren Namen mir nennen? So wirst du drei mächtige Herrscher erkennen. Sie regieren gemeinsam in einem großen Reich und sind es auch selbst darin sich gleich. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. Das ist die Zukunft. Und der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. Das ist die Vergangenheit. Aber jetzt wird es schwierig. Was ist denn der dritte? Er ist der kleinste der drei, aber ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei, heißt es. Und er ist der einzige, der da ist. Das ist jetzt, dieser Augenblick. Die Vergangenheit sind ja schon die gewesenen Augenblicke und die Zukunft sind die, die kommen. Also gäbe es beide nicht, wenn es die Gegenwart nicht gäbe. Das ist doch richtig. Und doch gibt es den dritten, um den es sich handelt, nur weil sich der erste in den zweiten verwandelt. Das heißt also, dass es die Gegenwart nur gibt, weil sich die Zukunft in die Vergangenheit verwandelt. Das stimmt ja, daran habe ich noch nie gedacht. Aber dann gibt es ja den Augenblick eigentlich gar nicht, sondern bloß Vergangenheit und Zukunft. Denn jetzt zum Beispiel dieser Augenblick, wenn ich darüber rede, ist er ja schon wieder Vergangenheit. Ach, jetzt verstehe ich, was das heißt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Und jetzt verstehe ich auch das Übrige, weil man meinen kann, dass es überhaupt nur einen von den drei Brüdern gibt, nämlich die Gegenwart oder die Vergangenheit und Zukunft. Oder eben gar keinen, weil es ja jeden bloß gibt, wenn es den anderen auch gibt. Ach, da dreht sich ja alles im Kopf. Die Zeit. Die Zeit, ja, das ist es, das ist die Zeit. Und nun sagt mir auch noch, was das Haus ist, in dem die drei Brüder wohnen. Das ist die Welt. Ja. Gott unserer Zeit, Gott unserer Vergangenheit, schau auf alles, was wir erlebt haben, auf die schönen Zeiten, dass wir sie nicht vergessen, sondern in dankbarer Erinnerung behalten, und auf die schweren Zeiten, die uns manchmal heute belasten. Lass uns wissen, dass wir diese Last nicht alleine tragen müssen und dass du Wunden heilen kannst. Gott unserer Zeit, Gott unserer Gegenwart, da ist so vieles, was uns bedrückt, was uns Angst macht, was uns zu bewältigen droht. Wir vertrauen uns deiner Begleitung an. Gib uns Mut, um an den richtigen Stellen zu handeln, zur richtigen Zeit die richtigen und vielleicht deutlichen Worte zu sagen und unsere Menschengeschwister in den Krisengebieten der Welt nicht zu vergessen. Gott unserer Zeit, Gott unserer Zukunft, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir freuen uns auf Begegnungen, Urlaube und schöne Aktionen in diesem neuen Jahr. Wir haben aber auch Sorgen um geliebte Menschen oder um unsere eigene Gesundheit. Lass uns nicht vergessen, dass du in allem bei uns sein willst. Gott unserer Zeit, Gott der Generationen, wir denken vor dir an die Menschen, die vor uns waren, die wir verloren haben, die wir vermissen.
Wir denken an unsere Kinder und an unsere Enkel und bitten dich für alle, die wir lieben. Auch ihre Zeit ist in deinen Händen. Du bist der Gott unserer Zeit und der Ewigkeit. Dir legen wir uns und unsere Welt ans Herz. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hör nicht auf, die Wunder des Tages zu entdecken. Hör nicht auf zu lauschen auf das, was Gutes gesagt wird. Hör nicht auf, daran zu glauben, dass es weitergeht. Hör nicht auf zu danken für das, was Schönes da ist, gerade dann, wenn es schwer fällt.
Hör nicht auf, im Herzen deinem Gegenüber nahe zu sein. Und hör nicht auf, fang an, genau jetzt. So segnet und behütet uns der gute und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und zum Abschluss gibt Beppo Straßenkehrer uns noch ein paar Worte mit auf den Weg. Siehst du, Momo, es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, die kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen, und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst zu tun, und zum Schluss ist man ganz aus der Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach und dann sprach er weiter. Man darf nie die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich und immer wieder nur den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.